Come on. Yo, 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 herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech Town. Und als allererstes, es laggt. Scheiße. Ihr seht, es gab ganz viel zu erzählen, es gab ganz viel zu machen. Ich habe bis halb vier letzte Nacht gezockt, was nicht so schön ist, aber egal, ist halt passiert. und als allererstes, und zwar, Folge 52 ist das jetzt. Gestern kam komischerweise auch Folge 52, weil ich mich mit den Nummern vertan habe. Aber ich habe auch irgendwie keinen Bock, ein neues Thumbnail zu machen. Also werde ich es einfach jetzt so machen, dass das heute der zweite Teil sozusagen der Folge 52 ist und gestern der erste Teil. Das möchte ich dann noch in den Titeln ändern. Ich hoffe, das habe ich noch bis zum Upload fertig gemacht. Ja, so viel dazu, also scheiß drauf, da kommt halt mal die falsche Nummer. Ihr seht, wir sind steinreich. Und ich habe, wie gesagt, lange gezockt und mich ärgert das immer. Ich will dann aber auch nicht mitten in der Nacht aufnehmen und so. Anne ist auch gerade da. Macht im Hintergrund nämlich gerade ein Video fertig. Das kommt bald mal wieder ein weiteres Video bei Travel Like Leo. Guckt da auch mal rein. Kommt aber erst Samstag. Irgendwie nicht morgen, sondern in einer Woche, weil wir ja jetzt erst neulich ein anderes gebracht haben. Und wir wollen das ja, wir bringen schon wenige da, also kann man da auch mal dann das ein bisschen separieren. So, was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe halt lange gespielt. Scheiße, ey. Wir gucken als erstes mal, wie immer, wenn ich auf den Server komme, gucke ich nach meiner Query. Und das verstehe ich auch nicht. Manchmal steht da minus noch was Prozent complete. Geht das immer nur um den einen Chunk oder sowas? Ach, ich verstehe das immer nicht. Na, egal. Auf jeden Fall arbeitet unsere Query fleißig, das ist sehr schön. Und wir haben ganz viel Zeug und wir haben ganz viel Zeug und wir haben ganz viel Zeug. Wir können mal kurz gucken. Cobblestone. Wir haben hier Sextuple, also über eine halbe Million Cobblestones. Davon haben wir schon zwei Stück. Das heißt, wir haben über eine Million Cobblestones. Also richtig, richtig heftig. So, dann will ich mal zeigen, was ich hier so ein bisschen noch verbessert habe. Das sind alles so Sachen, die ja, nichts groß Technisches waren auf jeden Fall. Also ich habe einfach noch ein paar mehr Geothermal-Generatoren gemacht, um genau zu sein, sechs Stück. Die alle oben schön verkabelt. Und unten natürlich auch. Dann habe ich hier ein MFE dazwischen gestellt, weil, bam, hier haben wir sieben Stück drin. Wenn ich noch eins dazu packe, verbraucht er zu viel. Ihr seht jetzt schon, Power verbraucht 268. Ich habe aber auch noch das andere Upgrade reingemacht. Der verbraucht 330, hat 10 Upgrades und das ist richtig cool. Diesen Electric Furnace nutze ich eigentlich nur noch. Ich nutze kaum noch die Redstone Furnaces, weil hier, warte, ich kann das mal kurz demonstrieren. Was nehmen wir denn mal? Eigentlich Kobbel kann man immer mal wieder verarbeiten. Zack. Ihr seht, zack, 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 zack. Das Ding ist richtig gut schnell und verbraucht ordentlich Strom. Aber, ja. Genauso wie ich das haben wollte, einfach mal ein richtig, richtig schnelles Teil, was ordentlich schnell verarbeitet. So viel dazu. Das habe ich gemacht. Dann habe ich das Ding hingestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Ende der letzten Folge schon stehen hatte. Das Ding hatte ich aber schon gecraftet. Das ist einfach ein Pattern Encoder. Ich kann das ja mal erklären, falls ich es noch nicht gemacht habe. Man craftet halt sozusagen diese normale Patterns. Ihr seht ja auch schon das Symbol. Es hat dann halt dieses Feld auf sich drauf. Und dann kann man da einspeichern, wie Dinge gecraftet werden. Also zum Beispiel, das finde ich auch richtig cool mit dem Gerät. Ich gehe jetzt hier auf Enchantment Table, drücke Shift auf das Fragezeichen und dann gibt er das hier ein und jetzt könnte ich das kodieren, dass der automatisch Enchantment Tables craften kann. Braucht man aber nicht. Die braucht man nicht, autocraften. Ist ja nicht notwendig. So, und deswegen, das ist ja auch nur eine Sisyphus-Arbeit, die ganzen Dinger zu erstellen. Und ihr seht, ich habe hier mal diese ganzen Dinger erstellt schon mal für diese verschiedenen Items. Und dann seht ihr hier, wir können mal die Maus drüber halten, oder wir nehmen mal hier den, die Pisten. Oh. Das ist ja blöd. Jetzt hat er das Rezept genommen. Und guckt mal, der verbraucht ganz komische Rezepte. Ein Grey Plank, ein Palmwood. Ich glaube, das muss ich nochmal ändern. Das geht ja gar nicht. Das ist ja richtig blöd. Na gut, aber auf jeden Fall craftet er so Oakwood Panels. Und hier braucht er Glowstone Dust und so weiter. Also ihr versteht das Prinzip hoffentlich. Ihr kennt es ja vielleicht auch schon. Und die, die es nicht kennen, haben es jetzt verstanden. dann das hier ist alles beim Alten. Das ist alles beim Alten. Das hier, glaube ich, ist nicht... das habe ich erst neu gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass man ein bisschen sortiert. Dass hier ein bisschen mehr Freiraum ist. Ist an sich nichts Neues. Halt eher einfach mal noch die Query aus dem Nether. Die Pumpe und der Tesseract, dann die Lava läuft hier rüber, natürlich dorthin und läuft hier über auf die Geothermal-Generatoren.
Ja, und dann habe ich natürlich hier hinten noch einen kleinen Raum gebaut, der jetzt dafür dienen soll, automatisch zu verarbeiten. Und ich habe damit mal angefangen, habe es aber dann auch nicht weitergemacht. Also viel ist hier auch noch nicht passiert, es ist einfach nur ein großer Raum, den ich ausgehoben habe, mit Glasscheibe dazwischen gemacht, weil von unten ja auch Kabel laufen sollen und ich dachte, es sieht vielleicht irgendwie cool aus. Bislang sieht es irgendwie scheiße aus, aber egal. Da haben wir jetzt einen Meserator, den wir natürlich noch massiv overclocken. Der hat schon 9 Overclocking-Upgrades. Dann braucht man immer, wenn man mit dem ME-System arbeitet, also jetzt ist zum Beispiel, es geht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel Cleanstones im ME-System nachfrage und es sind nicht mehr da, dann sollt ihr die automatisch herstellen. Das ist erstmal meine Absicht. So, das wollte ich sagen. Und dazu braucht man ein ME-Interface. Und dort packt man hier einfach auch dieses Rezept rein. Das heißt, als Rezept kommt dann hier, oder als dieses Blank Pattern, speichere ich ein Cobblestone ergibt einen Cleanstone. Und das packe ich dann hier rein. Und wenn ich dann einen Cleanstone anfrage, schickt der sozusagen einen Cobblestone hier rein. Und hier unten ist ein Import-Bus, der dann einfach den fertig gebrannten Cleanstone hier gleich wieder rauszieht. So, das ist der Plan. Habe ich noch nicht weitergemacht. Seht ihr, ist nur mal so angedacht. Machen wir noch. Oder ich mache es offscreen, aber ich wollte es halt erstmal mal erklären. So, und dann hatte ich halt die Idee, was ist denn hier passiert? Das war neulich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich hier noch Wassertanks gemacht, weil ich brauchte ganz viele Wasserflaschen für Ink. Das erkläre ich jetzt mal. Also, ich habe mich dann mit Mistcraft beschäftigt, weil ich dachte, es wäre mal ziemlich geil, einerseits noch eine Dimension zu haben, die fast nur aus Lava besteht. Dafür brauchen wir halt die Pages Lava. Ich glaube, die habe ich vielleicht auch irgendwo. Müsste ich jetzt mal hier durchgehen. Egal, ich habe auf jeden Fall schon einige gesammelt und damit man die sammeln kann, geht man halt oft dann durch Dimensionen durch und sucht nach solchen Tempeln. Und in diesen Tempeln sind dann verschieden viele Seiten. Und ja, diese Seiten ja, braucht man dann halt, um Bücher zu erstellen in diese Dimension. Das heißt, mit so einer Seite setzt man dann gewisse Eigenschaften fest. Das Ganze werde ich nochmal genau erklären, wenn ich die Bücher dann fertig mache. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall dann in der Folge machen. Aber ich erkläre nochmal das, was ich hier so gemacht habe. Das ist ein Ink-Mixer. Damit kann man diese Link-Panels herstellen. Das heißt, man braucht diese Ink-Vial, Recipe. Da nimmt man einfach Ink-Sacks und eine Flasche Wasser. Deswegen dieser ganze Flaschen-Wasser-Ding da hinten, der Wassertank. Da kann ich halt schnell die Flaschen nochmal auffüllen. Ich könnte auch ein Gerät herstellen, was dann mir einfach dauerhaft... Also die ich auch noch im ESE-Team einbinde und das dann alles automatisch herstellt. Aber habe ich erstmal nicht gemacht. Da brauche ich Ink-Vial und Pages und damit kann ich dann Link-Panels herstellen. Mit diesen Link-Panels kann ich wiederum Bücher herstellen. Und zwar im Bookbinder. Das heißt, ich packe jetzt das Link-Panel hier hin und kann jetzt entweder einen Descriptive-Book nehmen. Dieses Descriptive-Book verlinkt mich randomly, also zufällig, zu irgendeiner anderen Welt, zu irgendeiner anderen Dimension. Können wir uns jetzt mal angucken, Age 13 oder whatever, Age 8, das sind halt einfach, nennt sich hier Ages, eigentlich sind es dann halt im Prinzip Dimensionen. Diese Bücher stellt man jetzt so her, in diesem Bookbinder, und dafür braucht man halt Leder, ein Leder pro Buch, soweit ich weiß. Man kann aber auch, weil wenn man da drin ist, muss man ja auch irgendwie wieder zurückkommen, ist ja klar. Da ist dann nicht irgendwie was gespawnt, irgendein Portal oder so, sondern man muss sich unbedingt ein Linked Book mitnehmen. Und dieses Ding stellt man her, indem man, habe ich noch ein bisschen Leder, so, wenn man Leder nimmt und dann neben dieses Linking Book packt, dieses Link Panel und dann hat man ein Unlinked Book, also ein nicht verlinktes. Und das Coole ist jetzt, das packe ich einfach hier hin und jetzt ist es verlinkt auf diesen Punkt. Also kann ich rein theoretisch, muss ich gleich mal ausprobieren, mich jetzt hier hinstellen und da draufklicken. Ah nee, es geht nicht, okay. Innerhalb einer Dimension funktioniert das nicht, es funktioniert anscheinend nur, wenn ich eine Dimension verlasse. Das zeige ich euch mal. Wir haben mal ein paar coole, ich habe mehrere verschiedene gemacht, einfach um ein bisschen was zu sammeln. Und ich glaube, das war eine ganz coole. Wir packen mal das hier runter. Vielen Dank für die Glider-Sache, die habe ich echt viel genutzt hier, Age 10. Mal gucken, sind wir hier richtig? Ja, ich glaube schon. Hier wollte ich hin. Das ist ziemlich cool, weil hier gibt es Guests, die spawnen hier halt. Und jetzt das Jetpack und dann fliegt man halt hier rum und ja. Sucht eigentlich nach... Oh, guck mal da. Das ist ja cool. Das Ding muss ich unbedingt killen. Ey, Alter, der ist ja voll crazy drauf. Man muss den Hover-Mode anmachen.
Habe ich eine, oh yeah, eine Blizzrotter habe ich bekommen. Richtig cool. Also ihr seht, es bauen viele coole Sachen. Und was ich festgestellt habe, gerade in diesem Flat Dimensions können wir so viele Hives sammeln. Das ist richtig, richtig gut. So, und da hinten noch ein paar Guests. Also ich habe auch schon einige Tränen wieder gesammelt. Super geil. Also es gibt echt coole Dimensionen. So, ich mache den Hover-Mode aus. Das Ding an und fliege los. Ja, es gibt ganz viele Nether-Festungen hier. Die spawnen hier einfach. Das sind einfach so die Eigenschaften von diesen unterschiedlichen Dimensionen. Und hier gibt es dann eigentlich irgendwo Tempel, aber ich finde jetzt gerade keinen und das seht ihr schon irgendwann nochmal. Oder ihr habt halt, wisst schon, was wovon ich rede. Für die, die es nicht wissen, ihr seht es auch noch irgendwann mal. Fuck you! Wo ist er denn? Da oben. Dann machen wir den mal platt. Bam, I got you. Sind ganz viele noch mehr. Aber egal, wir fliegen ja mal zurück. Und jetzt habe ich auf diesem Bookstand, das ist ein eigenes Item, wo man dann so Bücher draufstellen kann. Wenn nicht, liegen die immer auf dem Boden eigentlich. Und da liegt jetzt eigentlich das Linked Book zur Overworld. Ihr seht ja so ein Linking Book Overworld. Klickt mal hier drauf auf den Bildschirm oder auf dieses Fenster und zack, sind zurück. Das Ganze laggt immer schön viel, weil man ja immer von Dimension zu Dimension hin und her springt. Ist ziemlich anstrengend. Und dann findet man in den Tempeln halt, da sind Seiten einzeln hingelegt und dann stehen überall rundherum diese Bücher. Deswegen habe ich die alle mitgenommen, deswegen habe ich auch so unglaublich viel davon. Aber irgendjemand hat das hier kaputt gemacht. Oder hier war irgendwas drin, ich weiß es nicht, egal. Und habe einfach mal ein Enchanting Table hergestellt. Ja, dachte ich, tut ja kein weh. Ich wollte meine Rüstung einfach mal, ich wollte mir mal eine coole Rüstung basteln. Bevor ich den Mass Fabricator mache und mir den Quantum Suit hole. Also, es gibt unglaublich viel zu tun, Leute. Richtig cool. Und ihr seht, ich habe auch noch ein paar mehr Eco-Storages hergestellt. Easy, passt auf. Ich kann einfach mal, ich kann euch das mal zeigen. 16, da ist es. ME-16K Storage. Wir können das jetzt einfach hier so beginnen, Crafting. Und rein theoretisch dürfte es fertig machen. Wir können mal nachgucken. Ich habe mir nämlich auch einen Bildschirm hingebaut. Das nennt sich ME-Crafting Monitor. Mann, es tut mir echt leid, dass ich so viel gemacht habe eigentlich. Aber ich konnte einfach nicht aufhören und ich konnte aber auch nicht aufnehmen. Also, ich finde es so geil, dass ich so Bock auf dieses Projekt habe. Okay, hier steht eigentlich dann immer Currently Crafting. Und was halt fehlt eigentlich noch, dadurch kann man dann immer nachgucken, was fehlt im System, damit es das craften kann. Und hier stand gerade eben noch das ML16K Storage. Aber das ist jetzt alles da und gecraftet. Einfach nur so kann man nachgucken, wenn was fehlt, sieht man das dort drinne. Punkt. So, 16K Storage, da haben wir es. Nehmen wir mal raus und packen es hier rein, tut ja kein weh. So, easy. Jetzt das weg, das weg. Ich habe mir ein Backpack mitgenommen, weil ich ja die ganzen Pages gesammelt habe. So. Jetzt habe ich das mal alles so grob gezeigt. Ich glaube, das war wirklich alles, was ich gemacht hatte. Ja, das sind immer nur die Kabelschächte noch. Ich habe hier unten nochmal ein MFE. Achso, hier geht es nach unten unter den Raum. Und hier drunter ist das zweite MFE, was ich jetzt voll mache. Ganz viel Kabel hergestellt, unglaublich viel Diamanten verbrasselt. Obwohl wir immer noch über 500 haben. Also Leute, dicke Hammers. Und ja. Der Hammer, genau, der Hammer, den wollte ich fertig machen. Ich habe ihn auch fertig gemacht, ihr seht ihn hier unten. Ich habe jetzt nichts mit Paper gemacht, weil ich in dem Moment, wo ich es machen wollte, gesehen habe, dass der Mining-Level nur bei Stein lag. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass ich das Mittelteil genommen habe. Also vermute ich jetzt mal, ihr werdet es auch wahrscheinlich alle in die Kommentare schreiben. Ich habe es dann einfach aus Kobalt gemacht und whatever. Also wir haben jetzt drei Modifier. Wir können den aber einmal... Es haben mir ganz viele geschrieben, wie ich meinen Hammer machen soll. Und zwar... Ich habe hier Kommentarfrage. Einmal von Mibasa. Hi Leo, ich finde, du solltest deinen Hammer diese Modifier verpassen. Mach dir mehr Modifier mit einem Goldblock und einem Dia. Ja. Gold. Das können wir als erstmal. Es gibt drei Möglichkeiten, einen zusätzlichen Modifier-Slot zu holen. Das ist richtig geil. Habe ich noch gar nicht so richtig überblickt in dem ersten Moment dann so, als ich das mal gemacht habe. Aber. Ja, geht auf jeden Fall. Das machen wir gleich mal. Mit einem Goldblock und einem Dia und für noch eine mehr mit einem verzauberten Apfel und einem Dia-Block. Kriegen wir alles hin. So. So, zusätzlicher Modifier. Jetzt hat er vier Modifier. Richtig geil.
Jetzt ging es darum, einen Apfel. Dürfte ja kein Problem sein. Nee, ich nehme gerade auf. Und wie ging das? Nicht verpissen. Gell, du musst jetzt rausgehen. Es ist drüben fertig, kannst ja mal angucken. Es ist immer so, es kommt immer jemand rein. Und ich soll erstens Flux reinmachen, das werde ich diesmal auch machen in den Flux-Capacitor. Was mich aber interessieren würde, warte mal kurz gucken. Flux-Capacitor. Ich kann ja, ich habe ja, die Porkies haben sich, glaube ich, immer nur den billigen reingemacht. Ich glaube, wir können sogar den Resonant reinmachen und dann hat der 10 Millionen, ja, Speicherding. Das wäre dann mal richtig Hammer, oder? Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Den hauen wir da drauf. Und vielleicht auch auf die Spitzhacke jetzt mal. Oder wie viel Modifier haben wir noch frei? Ein. Machen wir auch, oder? Wäre ganz cool. Dann soll ich drauf machen 150 Redstone. Für Speed, Silk Touch und Lapis Lazuli geht nicht auf 1. Das hat er vorgeschlagen. Haben auch andere noch in die Kommentare geschrieben. Bei ihm unter seinen Kommentaren und so weiter. Habe ich alles gelesen. Lapis Lazuli mache ich noch drauf. Ich bin gerade übelstig aufgedreht. So, warte mal, jetzt wollte ich sagen, Apple, habe ich hoffentlich einen einzigen, wunderbar. Wie kann man diesen komischen verzauberten Apfel machen? Oder irgendwie, Apple. War das dieser Golden Apple? Ich dachte, man muss Jeweled Apple. Wisst ihr was? Wir lesen einfach mal das coole Buch hier. Materials and You. Dürft ihr eigentlich hier drin stehen? Ob ich das damals nie so richtig begriffen, dass man noch dreimal zusätzliche Modifier reinhauen kann. Und zwar einmal mit na, wo ist es? Jetzt muss es doch gleich kommen. Hier, Diamant und Goldblock. Das haben wir gemacht. Was ist das? Attaching a solid gold apple and encrusting the tool with a block of diamond. Das gibt einen weiteren und einen Netherstern. Da müssen wir die anderen fragen. Die haben, glaube ich, einige Nethersterne. Die wären es ja, die haben es ja dicke, ne? Previous. Aber muss ich den dann noch? Ich glaube, ich mache mir einfach mal einen Golden Apple. Ja, Golden Apple. Und dann kann ich den noch verzaubern, glaube ich jetzt mal. Das können wir ja mal gucken. Wir machen eine richtig fette Verzauberung drauf. Obwohl, will ich gar nicht eigentlich. Nee. Irgendwie habe ich es noch nicht so ganz, Previous. Schiete, wie geht denn das? Wie macht man denn diesen Apfel? Schade, das wollte ich echt gleich schon machen. Na komm, ich will es nochmal lesen. Wie heißt das Ding genau? Attaching a solid gold apple. Solid gold apple. Egal, wir probieren es einfach mal mit einem normalen. Aber irgendwie sieht der ja so verzaubert aus. Solid. Ja, okay, ja, gibt's nicht. Probieren wir mal so. Diamonds. Zack. Das dahin, das dahin. Geht nicht. Ja, gut. Schreibt's bitte in die Kommentare. Ich lese es. Und ich freue mich sehr über zugefügte Informationen. Freue ich mich sehr. Und den Netherstar haben wir jetzt nicht. Kann man auch irgendwie craften. Egal, machen wir erstmal nicht. Das packen wir zurück, das packen wir zurück, das packen wir zurück. Und das lassen wir in unserem Inventar. Den Flux Capacitor. Wollen wir das einmal herstellen? Lampe-Ex, warum hatte ich die mitgenommen? Den Kleider brauche ich nicht. Brot. Ach so. Ach, nee, was habe ich bloß getan? Das muss zurück. Ja, dankeschön. Und das muss hier rein. Jetzt, Lapis Lazuli. Ne, wir stellen erstmal den Flux Capacitor her. Ich glaube, das wäre das Schlauste. Neulich hat man ja einige hergestellt. Und zwar. Recipe. Mann! So. Ich habe noch so viele Kommentare, die ich eigentlich lesen wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich muss nebenbei machen. Leadstone. Hardened. Recipe. Gut, hier will ich hin. Recipe. Ey, cool, wenn das jetzt wirklich durchweg so schnell geht, dann wäre das ja richtig geil. Oh, nee, da fehlen die Enderiums. Oh nein, jetzt müssen die noch herstellen. Okay, dafür brauchen wir ein paar Buckets. So, dann fange ich damit mal an. Und zwar, liest es bitte, Leo, von... Ach, shit, jetzt habe ich nicht den Namen aufgeschrieben.
Oder ist es von, nee, ist nicht von Mibasa. Aber egal, lies das bitte. Du solltest dich mit Rotorycraft beschäftigen. Du kannst mit dem Extractor deine Erze verfünffachen. Ja, du kannst dir eine Bohr machen, die nie aufhört, Rohstoffe abzubauen, solange die Strom mit der Erze, Silk Touch, kannst du die Erze dann in Extractor geben, sogar noch mehr als Fortune bekommen. Extractor, der wäre ziemlich cool anscheinend. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich ja nicht machen. Aber perfektionieren ist ja das Grundprinzip überhaupt in dieser ganzen, in diesem ganzen Modpack. Dass man eigentlich alles nur noch perfektionieren möchte und noch besser machen und noch besser machen und noch besser machen möchte. Jetzt brauche ich Shiny Metal. Achso, jemand hat gefragt, wie man Shiny Metal bekommt. Im Moment bekomme ich es nur aus Ferrous Ore und als Nebenprodukt. Es hieß, es gibt auch Platinum Ingots. Nee, Platinum Ores. Aber soweit ich weiß, können wir mal kurz gucken, gibt's das nicht. Ja, gibt's das nicht in diesem Modpack, sondern nur in Monster und solchen Zeugs. Schade, aber egal. Ich glaube, Platinum gibt's eigentlich gar nicht. Kann man gar nicht herstellen. Sondern nur Shiny Metal. Ist aber ein äquivalentes Element. Also es hat den gleichen Effekt. So. Der zweite Eimer. Jetzt brauche ich Tindust. Wir sind bei 21 Minuten. Egal, wir ziehen mal ein bisschen drüber. Also, Extractor. Müsste man sich mal aufschreiben von Rotorycraft. Das scheint eine gute Sache zu sein. Das auch nochmal zu machen. Shiny Metal. Oh ja, Shiny Ingot. Wo hatte ich die her? Achso, die habe ich gefunden. Das ist cool. Man kann die auch in Kisten finden, die Shiny Ingots. So, zwei dahin. Zwei davon, zwei davon, zwei davon. Zack. Zack. Und jetzt in den Induction Furnace. Dafür brauche ich aber noch Pyrotäumen. Krass, dass ich das aus dem Kopf kann. Hätte ich jetzt nicht so glatt mal erwartet. 1, 2, 3, 4. Rein theoretisch brauche ich nur 4 Stück, weil 2 zu 1 das irgendwie steht. In dieser 1.6.4 Version von Industrial explodieren Maschinen nicht. Das heißt, es ist egal, wie viel Strom du in ihnen gibst. Akzeptieren halt nur 32 U oder so. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Irgendwie komisch. Ich kann da volle Möhre in MFE reinbauen, ranbauen und da ist nichts von den Maschinen sind hochgegangen. Keine von denen. Was ich machen kann, ist halt einfach, was man eigentlich macht, ist dieses Ding, den Transformer Upgrade reinzubauen, damit er mehr akzeptieren kann. Ihr seht jetzt hier Max Power 512. Ja, das ist halt ein Bug anscheinend. Finde ich aber zu unseren Gunsten. Ein Bug zu unseren Gunsten ist auch was Gutes. Haben wir ja nicht jeden Tag, ne? So, dann kommt Dortnai und wir haben ein richtig geilen Resonant Flux Capacitor. Den packen wir mal auf unseren Hammer. Dürft ihr eigentlich noch gehen, auch wenn ich ihn schon benutzt habe. Oh. Hammer. Das ist echt Hammer. voll der flache Witz. 10 Millionen. Ne, 40. Stimmt mal. 4 Millionen. Ne, 400.000 nur. Kloppt oder was? Ich hab gedacht, ich kann da viel mehr einpacken. Egal, anscheinend. Sagt bloß. Oh, das ist ja bescheuert. Ja, okay, ihr wusstet schon vor mir. Es ist egal, welchen Dings ich reinpacke. Oder wir müssen eigentlich nur den. Weil es eine Grenze gibt, oder? Wir können gucken. 500.000, 80.000, 400.000. Man sollte eigentlich nur den Harn reinpacken, weil alles drüber reduziert ihn trotzdem wieder auf den Harn. Haha, wie bescheuert. Weil es keine Unterschiede gibt zwischen den, ja, weil die Maschinen nicht unterscheiden in den verschiedenen Flux-Capacitors. Toll, voll versemmelt, mal voll fett Inderium in Sand gesetzt. Egal, passiert, wir haben es ja. Das kommt zurück, das kommt zurück. Von, ach so, Zedabo 77, was der Folge 51, ja, ist egal, habe ich schon erklärt, aber... Schön, dass jemand bemerkt hat. Ich habe den Titel noch geändert von dem Video von gestern. Da habe ich erstmal 51, nicht 52 geschrieben. Das Thumbnail ist aber noch das alte. Und jetzt die Kommentarfrage von Tim. Ihr seht gerade seinen richtigen Namen jetzt und seine Kommentare. Hier meine Kommentare. Was möchtest du später für einen Beruf ausüben? Ich würde gern Ingenieur werden. Deswegen möchte ich auch Maschinenbau studieren. Und das wird wahrscheinlich in Dresden sein. Willst du diesen nur wegen des Geldes machen oder auch, weil es dir allgemein bzw. jetzt schon Spaß macht? Es ist auf jeden Fall... Nee, ich
glaube, ich würde den Job, ich werde hier auch nicht Arzt werden oder so. Auch wenn die eigentlich gut verdienen können. Oder ich könnte auch BWL studieren oder zur Bank gehen oder zur Krankenkasse oder so und dort auch eigentlich schnell Geld machen. Aber meiner Meinung nach, ich glaube, es nur so ist, ist immer unterschiedlich, aber egal. Mir geht es erstmal nicht wirklich primär ums Geld, sondern einfach, dass ich denke oder dass ich ziemlich Bock habe, Ingenieur zu werden und was zu bauen und was zu kreieren und ja, mich so mit so einer technischen, mit der technischen Seite halt so ein bisschen zu beschäftigen, mein Leben lang. Und ich habe da echt Bock drauf. Und ich meine, es ist ja im Endeffekt, klingt es ein bisschen bescheuert, aber wenn ich jetzt sage, dass das hier ja auch schon irgendwo so ein technisches Grundverständnis generell immer voraussetzt und so, diese ganzen Sachen, komplexe Systeme zu verstehen und ich sowieso auch Mathe und Physik Leistungskurs geschrieben habe, ja, ist das auf jeden Fall so mein Ziel oder das, worauf ich richtig krass Bock habe, das zu machen. Lapislazuli. So, das hauen wir jetzt mal noch auf den Hammer drauf. Lack ist immer eine ziemlich gute Sache und Redstone machen wir dann noch drauf. Aber was ich blöd finde, man kann Lack nicht zweimal draufpacken. Also es geht nur einmal bis 450 und dann war's das. So, jetzt muss ich das 45 mal draufhauen und ihr habt einen krassen Hammer-Sound die ganze Zeit. So, er hatte noch mehr Fragen gestellt. Und wo möchtest du später wohnen? In der Nähe deines Geburtsortes, Bundeslandes oder im Ausland? Würde mich sehr interessieren. Liebe Grüße, Tim. Jo, danke, Till. Tim, für deine Kommentarfrage. Ich würde gerne auf jeden Fall in Deutschland bleiben und auch eigentlich sehr gerne jetzt auch hier im Osten sozusagen, weil ich mich eigentlich jetzt hier sehr auch an sich wohlfühle und denke, dass das auch eine gute Möglichkeit ist, hier zu arbeiten. Vor allem, weil wir ja hier auch Leipzig in so einer Nähe haben und gerade die großen Autohersteller, wo ich auch Interesse hätte, auf jeden Fall da zu arbeiten, Porsche oder Audi oder so, haben wir in Leipzig, ist schon mal ziemlich, oder BMW, nee, Audi ist gar nicht, ist Audi in Leipzig, glaube ich, nicht nur BMW, aber das sind auf jeden Fall so Sachen, ich würde schon gerne hier bleiben, auf jeden Fall, also das wäre schon ziemlich cool, auch wenn man als Ingenieur, sagt man zumindest erstmal, generell eigentlich keine Probleme hat, großen Arbeitsplatz in Deutschland zu finden. Ja, weil jeder eigentlich irgendwo Ingenieure braucht. So, jetzt haben wir Looting 3. Looting. Das heißt nicht Fortune. Looting. Aber das ist doch kein. Das ist doch kein Kampfhammer. Aber egal. Nachher hat er jetzt gar nicht mal diese Funktion, wie ich die jetzt erwartet hatte. Egal, wir hauen noch den Rest Redstone drauf, dann haben wir das nämlich auch geschafft. Sind wir wieder bei 30 Minuten. Jetzt noch ein Kommentar, genau, von MM Lechner 1. Das wollte ich auch nochmal besprechen. Und zwar hat er geschrieben, Leo, du kannst Items aus deinen Storage Monitors rausnehmen und vielleicht auch reintun, das weiß er nicht genau. Und zwar funktioniert das so, dass man, er schreibt hier, ach, das leckt hier rum, das gibt's ja gar nicht. Wir hauen jetzt, wie viel Modifier haben wir noch? 2 Stück, also machen wir 100 Speed drauf. Kein Plan, was wir, indem du in dem Monitor mit einem Item versiehst, so stopp mal, und es sperrst auf diesem Item per Rechtsklick mit einer Quarz Wrench. Okay, das kann man machen. So, weiter. Dann musst du noch mit einer Conversion Matrix rechtsklicken und voila, du kannst per Klick ein Stack des Items rausholen. Klingt ziemlich cool. Die Frage ist, wozu? Ich habe ein ME-System. Aber wir können es mal gleich mal ausprobieren. Jetzt sind keine Modifier mehr übrig. Wir probieren das Ding mal aus. Wo probieren wir das mal aus? Wir sind schon bei 30 Minuten. Scheiße. Ich will nicht so viel machen. So, hier hatte ich es neulich schon ausprobiert. Ja, das geht schon gut ab, oder, Leute? Das ist eine coole Sache. Bam. Da braucht man gut schneiden, der Server kommt gar nicht hinterher. Coole Sache, auf jeden Fall. Und was wir noch drauf hauen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, entweder noch mehr Redstone oder, weil Autosmelt echt, ey, finde ich echt nicht so geil. Brauche ich nicht. Schreiben immer wieder, ja, das ist voll cool. Und es haben auch viele bestätigt, wenn das jemand geschrieben hat, ja, das ist eine coole Idee, Leo, mach das so. Ich freue mich irgendwie mit diesem Autosmelter nicht so richtig gut an. Aber egal.
Jetzt wollten wir machen, ist das jetzt eine Quartz Wrench? Was ist denn eine Quartz Wrench? Ist es die Crest, der Crescent Hammer, den ich hier schon hab? Dann können wir kurz gucken, ob es noch andere. Aber eigentlich ist es ja die von Applied Energy, nee, von Term Expansion. Wrench, Inver Wrench, Electric Wrench, 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 Wrench. Hier ist der Quartz Wrench. Haha, das Ding wollen wir herstellen. Hallo? Ah, da ist es. Okay, hat eine Weile gedauert. Und Conversion Matrix, die können wir auch schon automatisch craften. Da wüssten wir eigentlich dadurch, dass wir auch das... Zack, da haben wir's. So, jetzt ist die Frage, von welchem Item wollen wir das mal ausprobieren? Ich glaube, ganz cool wäre... Nee, das ist schon mal scheiße. Ach so, ich muss wahrscheinlich sneaken. Probieren wir noch aus und dann haben wir auf jeden Fall wieder eine fette lange Folge gebracht. Was ich eigentlich gar nicht so will, ey, echt. Das dauert dann immer alles so ewig. So. Das kommt jetzt oben rein. Jetzt sneaken. Rechtsklick. Ah, ist now locked. Muss ich jetzt auch sneaken, um das reinzupacken? Ja. Ui, cool. Danke, MM Lechner 1. Coole Sache. Also Leute, wenn ihr das vielleicht irgendwo braucht, wisst ihr jetzt, wie es geht. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich pack's einfach alles wieder zurück ins System. So, dann haben wir auf jeden Fall Folge 52, Part 2 fertig gehauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, trinkt noch einen Kakao. Bis dann, macht's besser. Peace.